Hallo und guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt auch euren Kaffee. Ich will nicht gerade sagen, dass ich nach meiner kleinen Geburtstagsfeier gestern einen Kater habe, aber ich fühle mich ein bisschen älter, wirklich. Und wenn ich was Alkohol getrunken habe, dann ist es bei mir so, dass mein Herz über die Nacht richtig pocht. Also die nächsten Tage kein Alkohol. Oh, für 24 haben wir ja schon Oktoberfest. Ja, dann wird bestimmt wieder Alkohol getrunken. So, jetzt zum Wetter. Also vielleicht seht ihr jetzt im Hintergrund, ich mache es jetzt mal ein bisschen schärfer. Also die Inselgruppe Kupang sieht man schon mal zum Wetter von gestern. Gestern hat es geblasen hier, ist alles weggeflogen. Die Schaukel, die ist fast über die Brüstung gegangen. Es hat geregnet, aber nicht so stark. Wir haben heute, wir gucken mal, wie die Temperatur heute ist. 28,1 und 62% Luftfeuchtigkeit. Und wir haben 7:30. Ist eine ungewohnte Zeit für mich. Normalerweise bin ich so um 6:30 auf, aber das war gestern ein bisschen hart geworden. Und jetzt gucken wir mal, wie es auf dem Meer aussieht. Man hat heute eine gute Fernsicht. Ihr könnt es wahrscheinlich hier im Bild nicht erkennen, aber hinter dieser Insel, die da im Zentrum ist, links daneben, ganz weit weg, da ist Koh Tao, können wir heute nicht gut sehen. Es kann schon mal sein, dass die Sicht so gut ist, dass man beide Inselgruppen von Koh Tao sehen kann. Also heute sieht es ganz annehmlich aus, sehr angenehm von der Temperatur natürlich. Und jetzt schauen wir mal die Wettervorhersage. Übrigens, ich bin ein paar Mal gefragt worden, welche Wetter-App ich benutze. Werde ich unter dem Film den Link dazu bringen. Jetzt gehen wir mal an den großen Bildschirm. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Hier in der Mitte, da ist Koh Samui. Wir haben hier ein großes Regen mit Gewitterband an der linken Seite von Thailand Richtung Indische Ozean. Der Wind kommt im Moment übers Festland nach Koh Samui. Das ist jetzt 1 Uhr. Also wir bekommen heute keinen Regen. Und außerdem, ich hatte ja schon mal gesagt, dass wir so eine Wetterfront, also so eine Scheide haben zwischen den Inseln. Ich mache das mal ein bisschen größer. Wir haben also quer hier durch die Berggruppe. Und wenn jetzt von hier aus der Wind kommt, kann es hier eventuell regnen an der Westküste, aber die regnen sich meistens ab. Das heißt also, wir haben in Bangrak, Chang Mong, Chaweng Noi, haben wir eventuell wirklich schönes Wetter, aber nur auf der Seite ist es denn schlecht. Ja, und jetzt schauen wir uns mal das Wetter an für die nächsten Tage. Da braucht man hier unten nur drauf zu klicken. Da hat man die Vorhersage, wie das denn abläuft, das stundenmäßig, das ist also der heutige Tag, also heute Abend. Na, die Regenwolken kommen also nicht zu uns, das ist jetzt das Wetter für morgen. Da haben wir oh, morgen Abend soll es richtig regnen hier. Da muss ich also den Tisch für unseren Stammtisch also innen bestellen. Freitags kommt auch Regen zu uns, Samstag kommt Regen. Samstag regnet sehr stark. Sonntag auch Regen. Mehr wollen wir gar nicht sehen. Ist kein schönes Wetter für die nächsten Tage. Ich habe das auch irgendwo in einer Vorhersage auch schon gelesen, dass in den nächsten Tagen es verstärkt regnen soll. Ja, das war jetzt der aktuelle Wetterbericht von Samui. Sieht also nicht berauschend aus für die nächsten Tage. Also diejenigen, die jetzt hier auf unsere Insel kommen. Es ist nicht so warm. Ansonsten kann es gut regnen. Also Regencape mitbringen, ist also kein Problem. Regencapes bekommt man hier bei 7-Eleven. Ich glaube, 30 Baht kostet so ein Ding. Und dann ist es gut. Ja, zu meinem Geburtstag zurückzukommen, vielen Dank. Ich habe also hunderte von Glückwünschen bekommen hier auf mein Handy. Dankeschön. Ein Jahr älter. Naja, mal gucken, wo das Ganze hingeht. Ja, gestern ist ja noch ein Film rausgekommen, Florenz, sie droht und trennt sich von Pitti. Da bin ich von einigen Menschen auch sehr übel beschimpft worden, als Tierquäler und bla bla bla, weil ja jetzt in den nächsten Tagen, ich glaube morgen oder Samstag, kommt ein Film
über das Angeln hier auf Samui, wo es also darum geht, nur mit dem Fisch zu kämpfen und ihn nicht zu schlachten anschließend. Ist alles ein bisschen verdreht worden in Deutschland, finde ich, und habe diejenigen auch die Kommentare gelöscht und auch diejenigen blockiert. Ich habe da eine andere Vorstellung davon. Alles, was Spaß macht, wird verboten in Deutschland, das ist meine Auffassung. Und kleine Minderheiten können sich ausbreiten und tun und lassen, was sie wollen. Mich ärgert das zutiefst, da regt der Florian sich zu sehr auf. Ein ganz kurzer Punkt, ich bin auch beschimpft worden, dass ich nicht beziehungsfähig bin, weil ich mich jetzt wieder von der Pitti getrennt habe. Also an diejenigen, ich war in meinem Leben 44 Jahre in festen Beziehungen mit meinen Ehefrauen. Ja, ich habe mehrere gehabt und habe immer ein gutes Verhältnis zu denen gehabt. Anschließend auch, ich brauche mir da keine Vorwürfe zu machen, aber ich bin kein Heuchler in der Beziehung. Wenn etwas nicht klappt, dann versuche ich es in eine gewisse Zeit, aber nicht bis zum Ende. Das Leben ist begrenzt und ich hoffe, dass ich irgendwann mal nächsten Monat jemanden kennenlerne. Ich weiß oder habe gesehen, es ist möglich, in meinen Filmen, die ja jetzt kommen, da habe ich ja die Pim kennengelernt im Supermarkt. Wir haben hier schöne Zeiten verbracht, aber leider ist sie schon vergeben. Es hat sich übrigens auch wieder Fox oder die Produktionsfirma gemeldet. Die kommen Ende Oktober und wollen nochmal einen Abdreh machen. Und die wissen jetzt auch, dass ich wieder Single bin. Mal gucken, was daraus wird, ob da jetzt noch mehrere Sendungen kommen, weil ich ja nächstes Jahr auf der Suche bin. Ja, in einem Film habe ich ja angekündigt, dass die Pim mit zur Großmutter mitgeht, weil sie ja Deutsch spricht, und hatte mir ja gedacht, dann kann sie das wunderbar übersetzen. Wir waren da gestern auch gewesen. Das war sehr emotional, muss ich sagen. Oma hat, man sieht es vielleicht auch auf dem Video, was da kommt, sofort die Pim akzeptiert. Sie war so am Lächeln und die haben sich wunderbar unterhalten. Und leider ist zuletzt das Akku leer geworden und konnte nicht mehr filmen, aber da sind anschließend noch viele Tränen geflossen. Die Pim war sehr angetan von der ganzen Sache, dass wir uns um die Oma kümmern. Und die Situation der Oma, dass sie alleine ist, ich habe ihr versprochen, dass sie also in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal dahin kommen, aber dann ist die Pim nicht mehr hier auf der Insel, da ist sie leider schon weg. Ich muss also gucken, dass ich noch jemanden finde, als Übersetzer. Aber ich würde vorher nochmal dahin gehen. Also das war sehr emotional, muss ich sagen, und das ist unter der Haut gegangen. Ja, eigentlich schade, dass es nicht auf Video festgehalten worden ist. So, das sollte eigentlich nur ein ganz kurzer Wetterbericht sein. Ich wünsche euch alles Gute heute und wir sehen uns wieder am Freitag. Tschüss!